besonders Thomas Scheidel und auch das Rücken zu begrüßen, weil Thomas Scheidel, wie Sie alle wissen, macht zurzeit eine wirklich große Ausstellung hier im MMK. War besonders als Kunsthistoriker, hat selbst auch kuratorisch gewirkt, unter anderem bei der großen Matisse-Ausstellung 2005-2006 an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Du hast mal gesagt, dass die Darstellung von, also von Figur jetzt im Sinne von menschlicher Figur etwas ist, was für dich eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe ist. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren so, das, was ich mache, dass ich das Menschenbild schon, dass es schon eigentlich das Wichtigste ist, was man hat oder wo auch sozusagen die größte Sehnsucht hingeht bei aller modernen Abstraktionsverfahren. Wenn man in einem Museum Leute über abstrakte Arbeiten reden hört, hört man die immer mit realistischen Dingen sprechen. Also die haben immer bei Mark Rothko ist immer Sonnenuntergang oder irgendwie, also irgendwas so eine, wo man sich versucht, selbst dieses trotzdem irgendwo einzuteilen in letztlich vertraute Dinge. Der erste Künstler, den ich so richtig für mich ausgemessen und auseinandergenommen habe, war Plinky Palermo. Und wenn man sich das, das Gesamtwerk mal anguckt, ist es eben doch wichtig, dass man abends sozusagen seine Freundin auf der Bettkante aquarelliert, um am nächsten Tag irgendwie drei total simple Streifen zusammennähen zu können. Clement Greenberg hat schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine sehr interessante Definition von Kitsch gegeben, die ich bis heute tragfähig finde, wo er sagt, Kitsch fängt da an, und er spricht davon in Bezug auf Massenmedien, dass wenn wir in einem Bild oder in einem Film im Prinzip nur noch die Erfahrung der anderen nochmal erleben und nicht zu einer eigenen Erfahrung genötigt werden. Also ist diese Erfahrung im Arbeiten selber etwas, was du zentral setzen würdest für das, was ich auch übermitteln soll beim Anschauen? Vielleicht kann man es so beschreiben, der Prozess des Malens ist eigentlich eine ganz hochkomplexe Angelegenheit. Also man muss erstmal wissen, was man macht. Schon das ist irgendwie erstmal eine Stufe, die man nicht jeden Tag hat. Und dann ist es, man muss eigentlich in Bruchteilen von Sekunden ganz viele Dinge praktisch entscheiden und aneinandersetzen. Ich gucke mir sehr viel Dinge im Dunkeln an, zum Beispiel, oder einer kleinen Lichtquelle, dass man sich wieder nur auf die Linie berufen kann und guckt, ob das geht. Und die andere Variante ist, ich kann das jeden Abend fotografieren und mir in Achterblöcken oder Viererblöcken ausdrucken. Verlassen kann man sich darauf auch nicht. Man muss dann doch letztendlich muss man es dann doch wissen, wenn man wieder davor steht. Sozusagen. Ich würde gerne noch mal hören, wie kommt es zu dieser Farbwahl? Wo kommt das her? Wie entscheidest du das? Also ein Hintergrund, der hellblau ist, der wird wahrscheinlich viele dazu verleiten, zu denken, dass es ein Himmel ist. Und ein Hintergrund, der gelb ist, wird vielleicht viele dazu verleiten, zu denken, dass es eine Wand ist. So teste ich das ziemlich schnell durch, was die Sache praktisch unverwechselbarsten macht und trotzdem am fragwürdigsten bleibt. Man hat ja, wenn man sich dem Medium mehr oder weniger verschreibt, auch irgendwie 500 Jahre alten Rucksack auf dem Rücken, den man sozusagen mit sich rumschleppt. Und mitunter ist es schon sehr, kommt man sich komisch vor, wenn man da noch was dazusetzt. Irgendwie. Aber auf der anderen Seite bei manchen Sachen hat es sich dann doch gelohnt. Nicht bei allen, aber bei manchen hat es sich dann doch gelohnt.